Eine Frage von Daniel. Hallo, liebes Transformer-Team. Ich habe mir vor einigen Tagen einen Mittelhandknochen in der rechten Hand gebrochen. Bedeutet laut Arzt 4 Wochen gar keinen Sport und nach frühestens 3 Monaten wieder eine Maximalbelastung der Hand. Habt ihr Tipps, wie ich trotzdem einen Abbau. Abbau, Entschuldigung, entgegenwirken kann? Muskelaufbau entgegenwirken wäre blöd, weil das macht es ja schon. Ja? Und wie ich nach 3 Monaten wieder voll ins Training, Oberkörper bzw. Extremitäten einsteigen soll. Und in der Voraussetzung, dass ich das okay vom Arzt bekomme. Ja, also wenn ich jetzt mal, ich kann ja jetzt nur von meinen Erfahrungen sprechen, ja. Ja, ich würde trainieren. Ja, ich würde probieren, ja, Übungen, ja, die mir extrem wehtun, ja, wegzulassen, was ja logisch ist, ja. Ich würde aber trotzdem probieren, ja, nicht da auf alles zu verzichten, logischerweise, ja, muss man sehr wahrscheinlich auf Maschinenübungen zurückgreifen, ja, weil man da den Vorteil hat, dass man A, die Hantel nicht festhalten muss, ja, was ja relativ schwierig sein wird mit einem Mittelhandbruch. Ja, und gleichzeitig hat man den Vorteil, ja, dass man die freie Hantel nicht balancieren, Querbewegungen ausgleichen muss, ja, sondern sich rein auf die Maschine konzentrieren kann. Ja, und so würde ich probieren, dem Muskelabbau entgegenzuwirken. Ja. Ansonsten kann ich dir nur raten, ja, wenn du einen guten Arzt hast, sich an die Anweisungen zu halten, langsam und ja, ruhig davor zu gehen, nicht überhastet wieder anzufangen. Ja. Ja, und dem Körper die Möglichkeit zu geben, sich vollständig, ja, wieder zu regenerieren. Ja, vielleicht hat der Roman noch irgendwelche besonderen Tipps, ja, wie man vielleicht, ja, mit Therabändern oder was weiß ich was trainieren kann. Na, weiß ich nicht. Ja, Also mit sowas würde aber ich vielleicht nicht also anfangen. ich würde es sehr wahrscheinlich rein mit Maschinen probieren. Zunächst mal, wir können dir hier nur unsere Meinung geben Ja, als Laien. genau. Natürlich ist der Goldstandard immer die Meinung deines Arztes. Ja? Ich kann dir sagen, wie ich das machen würde. Ich würde auf jeden Fall versuchen, Beine zu trainieren, so gut ich kann. Okay? Und ich würde auch, entweder du machst es schon oder auf jeden Fall einbauen, Cardio-Training. Weil irgendwas bewegen, Das besser wie okay, nichts. genau, wirkt immer dem Muskelabbau mehr entgegen, als einfach auf der Couch zu sitzen. Okay? Das heißt, selbst wenn du überhaupt nicht trainierst mit Gewichten, würde ich trotzdem Cardio machen, weil allein die Bewegung des Körpers, okay, hat schon etwas Anaboles bzw. Muskelerhaltendes an sich. Ja? Also irgendwas bewegen ist immer besser als auf der Couch zu sitzen, wenn es darum geht, Muskeln zu erhalten. Ja? Und dann, wie der Pitch schon gesagt hat, versuch, was geht. Ja? Es gibt Seithebenmaschinen, Gar nicht wo du die brauchst. Maschine gar nicht festhalten Unterarm. musst. Genau. Und ich bin sicher, dass wenn du ein bisschen rumprobierst, findest du auch an der Bankdrückmaschine einen Griff, oder eine Position an Hier, der Hand, genau. genau, Handballen. die es nicht so schlimm macht. Dann fürs Latziehen würde ich auf jeden Fall Zughilfen verwenden. Und sowas, du kriegst es irgendwie hin, wenn du willst. Ja? Und ich wette, du hast sowieso schwache Waden und da so wie jeder, und da kannst du ja dich mal jetzt richtig drum kümmern. Ja. Also, wenn du willst, findest du sicher einen Weg. Und im Endeffekt liegt es daran, benutze deinen Verstand. Ja? Hör auf deinen Körper. Wenn irgendwas wehtut, dann mach's nicht. Genau. Und dreh ein bisschen an verschiedenen Variablen im Training. Du kriegst es auf jeden Fall hin. Auf jeden Fall, wie gesagt, alles ist besser, als einfach auf der Couch zu sitzen. Definitiv. So, dann sind wir jetzt hier, oder? Ja, Daniel war das. Genau. Da sind wir. Hallo, der Johannes. Hallo, lieber Pitt. Ich habe folgende Frage. Warum sind du, Warum sind du und Markus Rühl, beispielsweise Markus Rühl? Verfechter Vierersplitz? Macht es für Naturalathleten nicht mehr Sinn, den Muskel aufgrund der Superkompensation mehrmals die Woche zu stimulieren? Beispiel Zweiersplit sowie dreimal die Woche. Vielen Dank. Stellungnahme. Also, ich weiß überhaupt gar nicht,
wie du darauf kommst, dass wir Verfechter des Vierersplits sind, ja. Sag ich, also ich bin ein Verfechter, ja, sag ich, von verschiedenen Variablen und verschiedenen Trainingsmethoden. Das bedeutet, ja, sag ich, dass ich ein meistens, ja, sag ich, ein Stoffwechseltraining, ja, sag ich, als Statusbeginn habe, also praktisch ja als Fundament, ja. Ja, für Anfänger, ja, sag ich, das teile ich auf dreimal die Woche auf, ja, sag ich, wo man aber auch trotzdem viermal die Woche trainieren kann. Das bedeutet, dass man die erste Muskelgruppe der Woche alternierend nochmal am Schluss trainiert. Ein Vierersplit ist im Endeffekt für den Hypertrophie, ja, Bereich, ja, sag ich, würde ich mal sagen, so mit einer der Grundtrainingspläne, ja, ja, sag ich, aber es gibt natürlich auch Hypertrophie-Trainingspläne, ja, sag ich, die man auf einen Fünfer-Split aufbauen kann oder einen Sechser. Ich weiß zum Beispiel, der Markus, ja, sag ich, und ich haben, ja, sag ich, zu unserer Zeit als Profis, ja, in der Aufbauphase stellenweise so trainiert, dass wir jeden Muskel, wenn wir nur einmal am Tag trainiert haben, jeden Muskel praktisch einzeln trainiert haben, selbst den Bizeps und den Trizeps an einem Tag verschieden. Ja? Genau. Das bedeutet, dass wir also praktisch siebenmal die Woche trainiert haben, ja, aber immer nur eine einzige Muskelgruppe, ja. Ja, solch, und das hat auch wunderbar funktioniert, ja, solch, und die meisten Profis trainieren natürlich dann auch zweimal am Tag, ja, ja, solch, was auch überhaupt gar kein Problem ist, ja. Fakt ist, ja, solch, man muss das meiner Meinung nach immer auf den jeweiligen Stand und die jeweiligen Ziele und die Umstände anpassen, ja, solch, die man praktisch als Lebensumstände hat. Ja, sag ich, ein Schichtarbeiter, ja, sag ich, wird sich schwer tun bei einer Dreifachschicht, also praktisch, wenn er Dreierschicht fährt, ja, sag ich, zweimal am Tag trainieren zu können, ja. Sag ich, also muss man das im Endeffekt auf seine Lebensumstände anpassen, ja, sag ich, weil man möchte ja Muskeln aufbauen, ja. Und um Muskeln aufzubauen, kann man nur so trainieren, ja, sag ich, wie wir die Erholungsphase und die Ernährung mit dem Training und dem Job, ja, sag ich, auf eine Schiene bekommt, ja. Vielleicht kann der Roman mal noch was erzählen. Ja, sag ich, der Roman hat sich ja auch über die Jahre hinweg entwickelt, ja, und hat mit Sicherheit auch verschiedene Trainingspläne in allen möglichen Variationen, ja, und Ausführungen gemacht. Ja, sag ich, der Roman hat ja zum Beispiel auch nicht angefangen, ja, sag ich, dass er als Anfänger oberen und unteren Rücken oder sagen wir mal den Rücken, ja, sag ich, wird er sehr wahrscheinlich als Gesamtheit am Anfang trainiert haben, ja, sag ich, und wird dann, ja, sag ich, als Steigerung dessen irgendwann mal, ja, sag ich, die Performance gehabt haben, ja, sag ich, zu sagen, okay, ich habe das Problem, dass ich nicht mehr die Energie habe, ja, sag ich, sämtliche Übungen in ein Training zu packen, ja, sag ich, und was ist die Konsequenz daraus? Ich probiere das zu splitten. Genau. Ja? Also wie er schon sagt, ich habe viele Sachen ausprobiert, ich habe auch schon Oberkörper, Unterkörper getrennt, also so einen Zweiersplit gemacht, und man muss einfach wirklich wie ausprobieren, was funktioniert bei dir, und nur dadurch, egal ob du natural bist oder nicht, ja, kommst du irgendwann an etwas, was für dich funktioniert. Also du gewöhnt euch an den Gedanken, dass Bodybuilding ein lebenslanges oder zumindest karrierelanges Experiment ist. Der Weg ist okay? Das Ziel. Genau so läuft's. Es ist ständig, okay, ich probiere das aus, schau, was passiert. Nee, das war nicht so gut, ich mache was anderes. Oh, das war gut, das behalte ich bei. Und es gibt keinen... Das ist für alle Naturalathleten am besten. Das ist für alle, die das und das nehmen am besten. Das ist für alle, die alle Frauen am besten. Das ist für alle Männer am besten. Sowas gibt's nicht. Es gibt keinen am besten. Es gibt immer nur, was gerade für dich als Individuum in deiner Situation, in deinem jetzigen Alter, in deinem jetzigen Beruf, in deinem jetzigen Lebensumständen am optimalsten funktioniert. Das kann in 3 Monaten anders schon wieder sein. Ganz anders sein. Genau. Ja? Sag ich, ja? Sag ich, selbst bei dir ist das ja so. Ja? Ja, sag ich, man entwickelt sich ja ständig weiter. Ich bekomme das immer mit, die Leute fragen mich immer, Pit, ja, sag ich, wie trainierst du jetzt? Das ist eigentlich die falsche Frage. Ja? Genau. Ich bin ja an einer ganz anderen Stelle angelangt. Ja? Sag ich, ich bin ja an der Stelle, wo ich einen kontrollierten Formverlust hinnehme. Ja? Und im Endeffekt müsste die Frage sein, wie hast du damals trainiert, wie du in dem Alter warst, ja, sag ich, um diese Muskeln aufzubauen, ja, sag ich, und da habe ich natürlich ganz anders trainiert, wie ich heute trainiere, ja. Exakt. Ja, sag ich, und genauso ist es beim Roman. Der Roman ist ja im Endeffekt jetzt auf dieser Reise, ja, sag ich, die Reise von dem Roman ist, also The Rising of Roman, ja, ja, jetzt auch nicht am Ende der Reise angekommen, sondern ist ja jetzt im Endeffekt erst auf diesem Weg, ja, sag ich, wo dieses Profi, ja,
sag ich, jetzt am Anfang ist. Er entwickelt sich jetzt, ja, sag ich, am Anfang hat er sich als Junior entwickelt, dann als Amateur, ja, sag ich, dann war er ein Amateur der Weltspitze, ja, sag ich, und jetzt, ja, sag ich, hat er neue Aufgaben, ja, sag ich, und muss im Endeffekt seine Performance jedes Mal wieder anpassen darauf, genau, und jedes Tag aufs Neue probieren, das Beste zu erreichen. Genau. Und es das heißt jetzt aber auch nicht, dass ich jetzt 27 bin und deswegen genauso trainiere wie der Pitt mit 27. Ja. Aber nein, das ist ein Beispiel. Das heißt, nicht alle 27-Jährigen mit 10 Jahren Trainingserfahrung müssen so trainieren wie die anderen 27-Jährigen mit 10 Jahren Trainingserfahrung. Genau. Also probier rum, schau, ob es funktioniert, ob dein Splat, wenn dein Zweiersplit funktioniert und du baust Muskeln auf oder beziehungsweise du erreichst das, was du dir vorstellst, hey, dann mach Zweiersplit. Wenn du Bock hast, jeden Tag alles zu trainieren und es funktioniert, dann mach das nicht, weil das in einem Buch anders steht. Scheißegal, was da genau steht. Ja. Also, sei ja experimentierfreudig und genau gewöhn dich dran, dass es keine Patentlösung für alle gibt. Genau. Nächster, Johannes. Ja, jetzt kommt der Max. Genau. Hey Pitt, hab da eine Frage bezüglich des Hypertrophie-2-Plans. Oh, das ist echt für dich. Wie lange sollte man diesen Plan ausüben und sollte man die Intensitätstechniken wie Vorermüdung und erzwungene Wiederholungen bei jedem Training einbauen? Mach erstmal das. Also, sag ich, sowohl die Länge eines Trainingsplans, also sprich, ja, sag ich, wie lange ich eine gewisse Strategie, ja, sag ich, verfolge, ja, sag ich, ist genauso, wie wir das gerade eben schon wieder gesagt haben, ja, abhängig, ja, sag ich, von dem Leistungsstand, den ich habe, von der Umgebung, in der ich mich bewege, von dem, wie ich mich erholen kann und wie mein Leben geführt ist, ja. Ja, sag ich, der eine reagiert sehr schnell auf so etwas, ja, sag ich, der andere braucht länger für sowas, ja. Sag ich, im Endeffekt ist es ja so, ja, all diese Trainingspläne, die wir hier schreiben, ja, sag ich, oder die im Umlauf sind, ja, sag ich, sind ja alles Schall und Rauch, ja. Sag ich, der Körper oder der Muskel zählt weder Wiederholungen, ja, sag ich, noch zählt er das Gewicht, das ist dem scheißegal. Ja, sag ich, das Einzige, was man erreichen will, ist eine Adaption. Das bedeutet, ich muss den Muskel dazu zwingen, ja, sag ich, sich daran zu gewöhnen und dann habe ich eine Adaption, ja, sag ich, wo ich ihn dazu zwinge zu wachsen. Ja, zwingen bedeutet, ja, sag ich, dass ich wirklich trainieren muss, ja, sag ich, wie ein Irrer. Die meisten haben immer Angst, oh Gott, ich kann übertrainieren, ja, sag ich, bis man ins Übertraining kommt, ja, sag ich, das wird ja wahrscheinlich der Roman genauso bestätigen können, ja, sag ich, das ist wirklich etwas, ja, wo ich glaube, ich wirklich sagen kann aus Überzeugung, wo die meisten Leute, die trainieren, nicht hinkommen werden. Ja. Ja, sag ich, das muss man jetzt einfach mal so sagen, ja, sag ich, also bis ich wirklich an ein Übertraining komme, das dauert. Ja, so, jetzt hier zu dem Hypertrophietraining, ja, sag ich, um da genau drauf einzugehen, ja, Intensitätstechniken, erzwungene Wiederholungen sind natürlich immer Wiederholungen oder ganz anders, ist eine Intensitätstechnik, die ich nie auf Dauer ausführen kann, ja. Sag ich, erstens, ja, sag ich, ist es so, dass ich dadurch die Intensität deutlich steigere, ja, sag ich, und ich dann immer mal wieder eine Zeit brauche, wo ich anders trainiere. So, jetzt ist es aber so, viele machen das so, dass sie praktisch den einen Tag so trainieren, den anderen Tag so. Und diese Strategie hat sich bei mir, ja, ich kann jetzt nicht sagen, halte ich für falsch, sondern hat sich bei mir als nicht optimal erwiesen. Bei mir hat sich als optimal erwiesen, ja, sag ich, eine Strategie über einen längeren Zeitraum durchzuführen, die Gewichte und Wiederholungen, die ich mache, zu kontrollieren, ja, sag ich, und dadurch, ja, sag ich, mich zu zwingen, jedes Mal, so wie der Roman das macht, ja, sag ich, das Training zu steigern, ob ich jetzt das anhand von einem Gewicht, ob ich das anhand von einer Wiederholung oder ob ich das anhand dadurch, dass ich die intensiven Wiederholungen noch intensiver hinbekomme auf den Zielmuskel, ja, sag ich, das mag dahingestellt sein. Aber es ist wichtig, ja, sag ich, dass ich über einen längeren Zeitraum dasselbe mache und die Leistungen, die ich bringe, kontrolliere und auch wirklich dafür sorge, dass ich mich steigern muss. Ja, sag ich, das ist meine Meinung dazu. Jetzt können wir nochmal den Roman, ja, sag ich, der hat mit Sicherheit auch noch ein paar interessante Anregungen da dafür. Nein, das stimmt. Also, um jetzt nochmal, weil der will ja die Frage von dir beantwortet haben, ich tue die Intensivwiederholung und die Vorermüdung über einen längeren Zeitraum in jedem Training einbauen. Jawohl. Okay, gut, du hast es gehört. Aber nicht den Rest deines Lebens, sondern nur so lange, wie du Hypertrophie 2 trainierst. Genau. Und jetzt kommt die nächste Frage. Kann man anschließend an einen Hypertrophie 2-Plan sofort einen 5x5-Trainingsplan anhängen, also einen Krafttrainingsplan?
Ja, sag ich, nahtlos, ja, sag ich, geht das mit Sicherheit, ja, oder sagen wir mal so, nahtlos bedeutet, ja, sag ich, ich brauche immer eine Zeit gebraucht, ja, sag ich, um mich für etwas umzugewöhnen, ja. Ich habe also nicht direkt hingehen können, ja, sag ich, praktisch von einem Training, ja, sag ich, was auf Wiederholungen ausgelegt war, ja, sag ich, direkt ein Maximaltraining zu machen, ja, sag ich, ich habe immer, mag auch daran liegen, dass ich halt schon mir mehrere Verletzungen geholt habe, ja, immer Vorsicht walten lassen, ja, sag ich, und habe dann nicht sofort mit 100% angefangen, aber grundsätzlich ist das natürlich eine vollkommen andere Strategie, die wieder einen Muskelreiz aussendet, ja, sag ich, und was funktioniert. Würde ich auch sagen. Also, wie gesagt, wenn man das Trainingssystem wechselt, vor allem wenn man auf von Hypertrophie, also mit ein bisschen mehr Wiederholung, auf so ein sehr kraftfokussiertes Training geht, man kann natürlich nicht gleich voll brutal einsteigen, sondern man muss erst das Nervensystem darauf einspielen. Genau. Also es dauert wahrscheinlich eine Woche oder zwei Wochen, also ein, zwei Trainingseinheiten, aber auf jeden Fall kann man das sofort hintereinander machen. Ja. Ja, also so ein bisschen einschleichen. Einschleichen, würde ich sagen. Genau, ja. Max, dankeschön. Und hier. Bam. Okay, ich probiere es jetzt auch mal. Ah, okay. Boah, das war. Okay, hier, pass auf. Das ist der. Also, danke fürs Beantworten meiner Frage bezüglich Erst-Diät oder Erst-Aufbau. Das war wahrscheinlich letztes Mal. Ich bin genauso schlau wie vorher. Du hast mir schon weitergeholfen. Verstehe ich nicht. Ich werde nun eine Anabole-Diät fahren. Okay. Meine insgesamt zweite. Geplant sind 12 bis 14 Wochen. Ich reagiere sehr sensitiv auf Kohlenhydrate und habe bereits mit der ersten Diät damals gut Fett verloren. In 12 Wochen waren es 10 Kilo und 12 Zentimeter Bauchumfang. Meine Verteilung liegt bei 60% Fett, 35% Eiweiß und 5% Kohlenhydrate maximal. Also für alle, die hier jetzt ein bisschen im Dunkeln tappen, eine anabole Diät bedeutet, dass man einen sehr hohen Fettanteil hat, sehr, sehr wenig, fast null Kohlenhydrate und einen mittleren Proteinkonsum. Ja. Allerdings, jetzt geht's hier weiter, allerdings habe ich den Übergang nach der ersten Diät hin zur normalen Ernährung verpatzt. Das heißt, er hat einfach gefressen. Genau. Und meine Ergebnisse teilweise wieder zunichte gemacht. Tja, man sollte nach Diätende ja die Gesamtkalorien- und Kohlenhydratmenge schrittweise erhöhen und die Fette dafür reduzieren. Wie würdest du das konkret aussehen lassen, um die Anpassung des Stoffwechsels möglichst schadenfrei aussehen zu lassen? Also, passt auf. Man hat hier, sagen wir, seine 6 Mahlzeiten am Tag. Man hat eine bestimmte Fettmenge, man hat eine bestimmte Proteinmenge und man hat eine bestimmte Kohlenhydratmenge. Ja? Jetzt ist es so. Es ist natürlich falsch, wenn ich nach einer Diät wieder einfach wieder so esse, wie ich vor der Diät gegessen habe. Weil dann komme ich wieder genau an den Punkt, wo ich vor der Diät war. Ihr müsst euch das so vorstellen, 10 minus 6 ist 4, plus 6 ist wieder 10. Genau. Ja, also, jetzt ist es so. Ich bin nach einer Diät, habe einen sehr niedrigen Kohlenhydratkonsum nach der Diät gehabt, einen bestimmten Fettkonsum und einen bestimmten Eiweißkonsum. Ja, es ist jetzt unabhängig davon, welche Diätform das war. Jetzt möchte ich langsam wieder zunehmen und aber am besten nur magere Masse, also nur Muskeln aufbauen. Wie gehe ich jetzt vor? Ich muss, die bevorzugte Energiequelle des Körpers ist Kohlenhydrate. Genug Eiweiß isst man ja nach der Diät und genug Fett isst man auch. Ja, jetzt ist es so. Die Kohlenhydrate sind also die Variable. Und in der Diät werden die Kohlenhydrate reduziert, um den Körper zu zwingen, Fett als Energiequelle zu benutzen. Jetzt möchte ich nicht mehr, dass der Körper in einem Defizit ist, genau. Ja, sondern ich möchte ihm etwas mehr Energie geben, wie er braucht. Genau, wie er braucht, damit er Muskeln aufbauen kann, aus dem Protein und aus dem Fett. Aber ich möchte ihm nicht zu viel geben. Alles klar, Leute. Wir hatten ein kleines Technikproblem. Aber wir sind zurück, um auch noch die letzte Frage hier abzuschließen. Die Akkus sind wieder aufgeladen.
Also im wahrsten Sinne des Wortes. Also wie gesagt, wir waren stehen geblieben bei dem Thema, wie gestalte ich den Übergang von einer Diät zu einer Aufbauphase am optimalsten, am schonendsten und ja, ohne möglichst wenig Fett aufzubauen. Also wie gesagt, unabhängig von der Diätform, die man während der Diät befolgt hat, ist es so, nach einer Diät möchte man wieder einen Kalorienüberschuss erzielen und wir haben gesagt, man möchte das in Form von Kohlenhydraten, also in Form von Energie für den Körper vornehmen, weil genug Protein isst man schon, genug Fett isst man auch, die Variable sind also Kohlenhydrate. Wichtig ist, dass man bei sowas nicht 20 Sachen auf einmal verändert, sondern immer nur eine Variable. Auf einmal, deswegen, und so kann man das genau, man kann halt so genau feststellen, okay, ich habe das und das gemacht, dann ist das und das passiert und es ist leicht zurückzuverfolgen und auch leicht wieder zurück zu verändern. Ja? Also wir sind jetzt hier. Sagen wir, man hat, egal wie viel Kohlenhydrate, man, die sind ziemlich niedrig nach der Diät, man erhöht die minimal, also in kleinen Schritten. Und zwar hier unser Proband, unser, ich weiß nicht, wie er heißt. Michael hat 30 Gramm Kohlenhydrate genau. zu sich genommen. Also sagen wir, er hat 30 Gramm Kohlenhydrate. Eine bestimmte Menge Protein, eine bestimmte Menge Fett. Diese beiden Mengen bleiben gleich. Man verändert immer nur eine Variable. Er hat jetzt 30 Gramm Kohlenhydrate. Sagen wir, er ergänzt 100 Gramm Kohlenhydrate zu seiner jetzigen Ernährung. Ja? 100 Gramm Kohlenhydrate sind ungefähr 400 Kalorien aus den Kohlenhydraten plus noch so ein bisschen, was die Kohlenhydratquellen, also Haferflocken, Reis, extra liefern. Also er ergänzt ungefähr 500 Kalorien. Ja? Verteilt es, sagen wir, aufs Frühstück, auf seine Mahlzeit vor dem Training und auf seine Mahlzeit nach dem Training. In gleichen Mengen, also ungefähr 30 Gramm pro Mahlzeit. Macht das und nichts anderes, keine verrückten Cheat Meals und keine was weiß ich und ja, macht das für 2 Wochen. Schaut, was passiert. Ich wette, er nimmt kein Fett davon zu, sondern wird bloß ein bisschen praller, adriger und schaut besser aus. Ja? Und von da an geht man einfach weiter so vor. Man erhöht die Kohlenhydrate schrittweise in kleinen Schritten, dokumentiert das, was sich tut, genau, ja, und kann dann ganz einfach den Deckel drauf halten. Also man wird niemals große Gewichtsschwankungen haben oder große Fettzunahmen, wenn man einfach geduldig und diszipliniert vorgeht. Ja. Das Problem bei den meisten Leuten ist, die haben Diät und dann ist die Diät vorbei und plötzlich ist Feuer frei für alles. Ja. Und am Anfang, die erste Woche funktioniert es vielleicht noch, vielleicht sogar die ersten 2 Wochen, dass man praller wird und besser ausschaut und wenn man nicht so genau auf seinen Arsch schaut, dann sieht man da auch nicht die Falten, die kommen und plötzlich eines Morgens wacht man auf in der Früh und denkt, oh Mann, ich bin fett. Ja, so weit dürft ihr es nicht kommen lassen. Ja, ihr müsst einfach, wie gesagt, langsam vorgehen, langsam die Kalorienaufnahme steigern und dokumentieren, was passiert und so habt ihr das unter Kontrolle. Sobald ihr die Zügel loslasst, werdet ihr einfach fett. Ja. Ja. Das muss ich allerdings noch dazu anmerken, ja, sag ich, dass er ja eine Anabole-Diät gemacht hat. Das heißt also, er muss die Kohlenhydrate schrittweise anheben, so wie der Herr Roman gesagt hat. Ja, ich sage das ja auch immer, ja, sag ich, man sollte immer probieren, nur an einer Schraube zu drehen, weil dann weiß man nämlich auch, was passiert, wenn ich an dieser Schraube drehe.
ja, sag ich, aber, ja, sag ich, er muss hier natürlich, ja, sag ich, die zweite Variable auch verändern, ja, sag ich, weil er hat hier 161 Gramm Fett zu sich genommen, ja, sag ich, und in der Aufbauphase, ja, sag ich, geht es eigentlich darum, dann auch noch, ja, sag ich, den Kohlenhydratanteil anzuheben, ja, sag ich, und den Fettanteil ein bisschen zu reduzieren, weil 160 Gramm Fett wird er definitiv nicht mehr brauchen, wenn er die Kohlenhydrate anhebt. Dann würde ich es aber so machen, dass er erst die Kohlenhydrate, also wenn ich jetzt das machen will, ja, dass man erst die Kohlenhydrate anhebt und dann das Fett reduziert. Für 2 Wochen oder so. Schaut, was passiert. Im nächsten Schritt das Fett leicht reduziert und für den gleichen Kalorienanteil, den man in Fett reduziert hat, Kohlenhydrate ergänzt. Genau. Wieder schaut, was passiert und dann langsam sich so vortastet. Nicht einfach Fett total weglassen, nein. Kohlenhydrate voll hoch. Ja, dann denken die Leute auch. Aber das geht ja gar nicht. Man muss auch immer dran denken, Fett hat 9 Kilokalorien, ja, Kohlenhydrate 4. Ja, sag ich, also darf man das nicht zu gleichen Teilen reduzieren. Ja, sag ich, man muss das natürlich umrechnen, ja, sag ich, in Kilokalorien noch ungefähr, damit man den Überblick behält, ja, sag ich, was man an Kalorien zu sich nimmt. Ja. Sag ich, aber ansonsten ist das, so wie der Roman das jetzt gesagt hat, genau das richtige Vorgehen. Ja. Sag ich, die Kohlenhydrate muss man immer schrittweise erhöhen, ja, sag ich, weil nur so hat man natürlich eine Kontrolle darüber. Ja. Sag ich, und das Fett, was jetzt hier im Endeffekt der Hauptenergieträger war in dieser anabolen Diät, ja, sag ich, ist natürlich dann nicht mehr, ja, sag ich, ja, als Hauptenergieträger zuständig. Ja. Und deswegen muss man dann irgendwann, ja, sag ich, das Fett auch reduzieren, ja, um den Energieträger Kohlenhydrate, ja, sag ich, noch mehr ins Spiel zu bringen und gleichzeitig den Metabolismus im Endeffekt über das Kohlenhydrat zu beschleunigen, so dass man, wie man so schön sagt, ja, sag ich, das Fett im Feuer der Kohlenhydrate verbrennen kann, weil es ja Sinn und Zweck einer Aufbauphase, ja, sag ich, dass man den Metabolismus auf Touren bringt, ja, sag ich, und die Kohlenhydrate so hoch wie möglich steigert, ja, sag ich, ohne zu verfetten. Genau. Eine Grundregel in allen Belangen, was Bodybuilding betrifft, ist, benutzt euren gesunden Verstand. Okay? Seid geduldig und habt Disziplin. Das sind 3 Sachen, um die ihr nicht rumkommt. Egal, ob es Training oder Diät oder sonst irgendwas ist. Oder Supplementierung. Verstand, Geduld, Disziplin. Und jeder, der diese 3 Dinge, Eigenschaften verinnerlichen kann, der wird Fortschritte machen. Okay? Nur das Problem ist, den meisten mangelt es an Geduld, ja? Den meisten mangelt es an Disziplin und Verstand. Naja. Bodybuilding ist definitiv kein Sprintrennen. So einfach ist es. Ja. Ja, Muskeln baut man nicht auf, ja, sag ich, innerhalb von Tagen oder Wochen. Grundsolide Muskeln, ja, sag ich, werden über einen langen Zeitraum aufgebaut. Und das kann man nur, wenn man über einen langen Zeitraum, ja, straight eine Sache durchzieht. Und genauso läuft es auch mit Fettabbau. Genau. Man nimmt nicht 10 Kilo ab in einer Woche, man nimmt 10 Kilo ab in 3 Monaten. Ja, die meisten Leute, ja, sag ich, haben 10 Jahre, also die meisten Leute, die in ein Fitnessstudio kommen, haben 10 Jahre lang Scheiße gefressen, ja, sag ich, und dann kriegen sie erzählt, ja, sag ich, im Fernsehen, ja, sag ich, ich mach dich krass, ja, sag ich, in 2 Wochen, ja, sag ich, hast du Strandfigur. Dies ist nicht möglich. Genau. Ganz einfach. Verstand, Geduld, Disziplin. Ja. Das war's für diese Folge von Frag den Trends. Es hat mich sehr gefreut, mich auch, dass ich hier Co-Moderator sein durfte. Ja. Leute, danke fürs Zuschauen. Wir sind natürlich offen für konstruktive Kritik natürlich und Anregungen für zukünftige Episoden. Natürlich. Wir werden den Roman öfter einbinden, ja, sag ich, und wir haben, wenn ihr das wollt. Natürlich, ja, sag ich, wenn sie das wollen, ja, sag ich, und wir haben ja heute nicht nur Frag den Trends, sondern wir hatten ja Frag den Trends und Frag den Roman, ja. Also wie gesagt, vielen Dank fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal von mir. Und von mir. Ja, und von mir natürlich auch, ja. Sag ich, ich denke, es war informativ. Ja, es war bestimmt mal eine Abwechslung, ja, sag ich, auch mal einen jungen Athleten hier mit dabei zu haben, ja, sag ich, der so weit gekommen ist, ja, und mittlerweile in Deutschland, glaube ich, auch eine große Vorbildfunktion hat. Ja. Ja. Ja, ja, sag ich, und es ist, glaube ich, ja, für euch alle, ja, sag ich, ja, sag ich, wirklich was Besonderes, ja, sag ich, dir persönlich Fragen stellen zu können. Hab mich gefreut, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.